Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Im letzten Part ist Mio gealtert. Und ich finde, er sieht Mikisch eher ähnlich als Thorsten. Und er klingt sehr seltsam und trägt sehr seltsame leuchtende Kleidung, die er scheinbar irgendwoher schon mitgenommen hat. Ist ja unglaublich, dass du einfach so größer geworden bist. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich hab dich gerade noch im Arm gehalten. Plopp, springt er aus dem Buggy und ist einfach größer. Unglaublich sowas. Ist das bei Aliens normal? Also, Kleinere, willkommen in der Familie. Hey, super. Hallo, Mama. Hallo, Papa. Er hat mich Papa genannt. Ich glaube, er hat zu mir Papa gesagt. Verstehst du? Ich bin schließlich der Coolere von uns. Ich weiß nicht. Was? Also ich entscheide das selber, wen ich ihn nenne, ja? Okay? Aber du nennst mich doch bestimmt Papa. Ich habe ihm nämlich beigebracht, zu mir Papa zu sagen. Papa, verstehst du? Ah, Papa, okay. Ach, er wird dich Papa nennen und dich nicht. Oh, das ist jetzt. Ich hab ihm nicht die Brust gegeben. Daran kann es nicht liegen, weißt du? Gott, ist der süß. Wie schön, dieser kleine Fratz, lass dich angucken. Er sieht, naja, gut, doch, er sieht auch seinem Papa ziemlich ähnlich. Können Aliens sich nicht tarnen? Da war doch was. Lass mich das mal angucken. Sich selbst tarnen, dann werden wir ja sehen. Die Tarnung entscheidet, glaube ich, auch mal so ein bisschen. Wird immer so ein bisschen von der Genetik entschieden. Oh mein Gott, der sieht ja aus wie Thorsten, klein! Du bist ja ein kleiner Thorsten! Das ist ein kleiner Thorsten! Oh Gott, der hat sogar die gleiche Haarfrisur! Hey, meinst du, siehst ja aus wie ich? Guck mal, Mama, ich hab deine Haare. Ja. Mama. Okay, gut, ich komme damit klar. Ey, super! Du bist jetzt tatsächlich wirklich, also auch vom Äußeren her, ersichtlich, meine Mama. Papa, sag Papa, bitte. Oder irgend. Also ich meine. Ach, ist doch egal. Das ist voll der Clown von ihm. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, du siehst genauso aus wie deine Papa, Mama, was auch immer. Was möchte er machen? In die Wolken schauen mit Mikisch. Oh, wie süß. Ist ja irgendwas, wir machen das ganz so angucken, ne? Oh, dann müssen wir jetzt aber mal hier an deinem Babybett arbeiten. Das muss jetzt woanders hin. Ins Inventar. Platziert werden, sehr gut. Und du brauchst. Kann man das Häschen hinstellen? Du brauchst ein Bett. Dann kann man jetzt die Zimmertür zu deinen Eltern kappen, weil die brauchen jetzt nicht mehr gleich sofort aufspringen und dann bei dir sein. Das reicht vollkommen so aus. Sonst latscht ja auch nur jeder durchs Zimmer. Und dann stellen wir dir mal ein schönes Bett hier hin. Habe ich nicht so ein cooles Bettgestell gehabt? Ja, das hier war ein gutes Bettgestell. Und dann müssen wir jetzt nur noch das passende Innenteil reinbringen. Irgendwas Cooles. Haben wir hier irgendwas Cooles? Ja, mit Sternen und Raketen. Hallo, besser geht's doch gar nicht. Dann sollten wir das hier vielleicht in einer anderen Farbe machen. Hier ist ja schon alles so grün. Dann nehmen wir jetzt hier aber so ein. Oh, das sieht aber komisch aus. Dann können wir das auch weiter. Dann können wir das auch rot machen. Rot ist cool. Ja, rot ist cool. Dann machen wir das jetzt ein bisschen passend hier zu dem Bett von der sonstigen Gestaltung her. Das hier ist ja auch dann mehr so rot. Ja, die Wände. Ich weiß ja nicht. Haben wir da vielleicht nicht was Passendes? Es wäre halt schön, dann so Sterne zu haben an den Wänden oder so. Also so wie hier halt, dass man, weiß ich nicht, gibt es dann vielleicht so Kindertapete mit Sternen drauf? Das sind Blumen. Das sind Schmetterlinge. Das sind Dinosaurier. Dinosaurier sind auch super. Gibt es hier sogar in dem dunklen Look. Das ist hübsch. Das sieht ganz gut aus. Und das ist halt das ein bisschen bunter, das Zimmer. Ja, das geht ja nicht, weil Skriptanfragen, weil ich das Skript noch nicht installiert habe. Ja, also, das ist auch cool. Das hat ein bisschen was Alien-mäßiges, ne? Das aber auch. Das ist halt sehr retro-lastig. Würde halt rot dazu furchtbar gut passen. Ich hätte halt gerne so Sterne. Ich glaube, da werde ich uns noch was runterladen zu. Ansonsten, behalten wir jetzt erstmal die Dinos, ja? Wir behalten jetzt erstmal die Dinosaurier. Und wie kann man dann das hier...
Hier steht das, glaube ich, so ganz gut zum Spielen. Häschen steht ganz gut zum Spielen. Das ist halt sehr bunt alles hier. Der Bowser-Teppich ist ja auch so ganz cool. Das ist halt alles wahnsinnig bunt. So, wo können wir dann den Mario immer hinstellen? It's a me, Mario! Der passt genau hier in den Pixel. Mit dem Yoshi. Wenn wir das hier, dann können wir das Häschen da vielleicht in die Ecke stellen. Nee. Gut, dann bleibt das so. Dann ist das so in Ordnung. Ich weiß nicht, ich finde den Teppich jetzt hier ein bisschen zu bunt. Das ist ja unruhig. Da wird man als Kind ja dann total nervös von. Dann wären natürlich noch andere Teppichvarianten davon. Doch, ne? Und das ist awesome. So ein riesen Bullet Bill, ey. Die Bullet Bill hier, Kugel Willy heißen die Teile, oder? Oh, das ist schön. Das passt perfekt. Seht ihr? Jetzt müssen wir nur noch was Passendes dafür machen. Ich hätte auf jeden Fall gerne hier Teppichboden und kein Holz. Und ich habe mir jetzt hier auch Teppichböden installiert. Mhm. Gibt es das nicht auch hier in einem Dunkelblau? Das ist vielleicht ein bisschen zu flauschig, der Teppich. Der hier sieht doch schön aus. Ist es hier in dem Blau vielleicht irgendwo? Braucht doch nur ein Dunkelblau. Der sieht ganz nett aus. Was haben wir hier noch? Den haben wir hier in Rot. Das würde passend dazu gehen. Ja, ansonsten das hier ist das Dunkelblau von dem Teppich. Und die Wände, ich weiß nicht. Und das nicht zu unruhig wirkt, müssten wir das halt eigentlich in einem Braun machen. Weil wir ja hier dieses Braun schon benutzt haben. Das ist gar nicht so einfach. Das sind Holztäfelungen, ne? Ja. Aber das ist zu langweilig dann aus. Das hat was, wenn man dann viel was an die Wand hängt, sieht das halt auch gut aus. Oh, und dann unbedingt was mit Sternen an der Wand. Muss unbedingt was damit Sternen geben, definitiv. Ich würde es tatsächlich was in Braun machen. Das ist immer ganz hübsch. Ich liebe halt diese Art von Wandbekleidung. Und dann kommen dann halt später, machen wir was mit Sternen. Das ist halt jetzt grün. Dann könnten wir auch... Pass mal auf. Das hier... Haben wir ja in Rot gekauft. Das machen wir dann auch in grün. Das Kinderzimmer soll schön aussehen. Da hatten wir jetzt hier dieses Grün. Genau. Zack. Halt. Können wir es ein bisschen so machen? Dass wir das hier nicht einrasten dann da drüber. So. Dann ist das halt hier in diesem Grünton. Der Teppichboden ist aber halt auch passend zu dem Bett halt, ne? Sterne und so. Das hier gibt es doch auch in dem Grünton, genau. Hätten wir das schon mal. Und da hier müssen jetzt noch große Bilder an die Wand. Okay, von Papa brauchen wir jetzt nicht unbedingt Bilder aufhängen. Das passende Häschen. Ich weiß nicht, ob er so Häschen mag. Großen Bunny-Sticker, der hinterm Bett hervorguckt. Weiß ich nicht, glaube nicht. Ist das in verschiedenen Varianten? Sind da unterschiedliche Sachen drauf? Das ist mehr so ein Mädchen. Hier, das ist wissenschaftlich. Das ist genau das. Genau das hier. So passt du nicht dahinter. So muss man dich dann dahin packen. Das ist aber all die Dinge, die ihn interessieren. All das. Wissenschaftliche Bilder und Plakate. Das ist ein bisschen zu groß. Aber das ist cool. Und noch ein Raketenbild? Hier. Das sind dann definitiv die Dinger hier out. Alles nicht die Sachen, die ihn interessieren. Aber hier passend dazu. Ja, Star Wars. Passt nicht hin, ist zu groß. Verdammt. Naja gut, wir haben ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen ein paar Sachen dazu aufgehangen, die passend sind, ne? Von daher sollte das völlig okay gehen. War da noch irgendwas? Raketenähnliches hier. Mondlandung. Wieso kann ich das da nicht aufhängen? Was ist denn im Weg, dass man das nicht aufhängen kann? Kann ich das hier mal kurz woanders abstellen? Ist das denn im Weg da? Kann keine anderen Objekte. Bist du denn im Weg? Ja! Ich weiß ja nicht. Liegt das am Teppich jetzt? Kann doch nicht am Teppich liegen. Das verstehe ich nicht. Okay, dann machen wir es anders. bb.moveObjectsOn. Klappt nicht. Testing Cheats True. bb.moveObjectsOn.
Ich sag ja, ja. Jawohl. Unverschämtheit, wenn das nicht ginge. Die sind perfekt. Das nehmen wir mal für später, aber die hier sind jetzt erstmal perfekt, so wie sie sind. Okay, dann machen wir die nicht sich überlappend. So. Das sind alles Raumfahrtplakate. Also wenn ich jetzt für ein Kind aus dem Weltall ein Zimmer einrichten würde, so als Mama, Papa, dann definitiv natürlich so. Ja, geht ja gar nicht anders. Das ist ein Must-Have. Perfekt. Perfekt. Hier auch, aber dann halt schön hier nebeneinander. Und das hängen wir mal hier hin. Das passt auch super. Kann man da nicht irgendwie einen Weltraumhasen draus machen? Farblich? Ach, guck mal, farblich sieht das schon viel besser aus. Und die Dinger, kann man die nicht auch farblich? Skriptanfrage. Die Skriptanfrage nervt mich. Das hier so hin. Dann müssen wir aber jetzt schon eine dunkle Zimmerwand wählen. Also von der farblichen Gestaltung her. Muss das jetzt auf jeden Fall schon dunkel werden. Damit es ein bisschen diesen Weltraum-Flair bekommt. Das sieht sonst komisch aus. Was hätten wir denn da? Wir könnten natürlich dunkles Holz nehmen. Oder schön ganz dunkel gestrichen. Dunkelblau. Hier. Dann nehmen wir jetzt erstmal dunkelblau gestrichen. Gut. Und dann kommt der Teppich hier rein. Es ist ein bisschen kunterbunt, aber meine Güte. Und du hast damit keine Probleme gehabt, hier zu stehen. Also machst du das jetzt wieder. Punkt. Move. Objects on. Ist halt ein bisschen... Nee, off muss ich machen. Nee. So. Ist halt ein bisschen chaotischer, das Kinderzimmer. Apropos, Tarnung ändern. Vielleicht gibt es auch passende Kleidung für den Stil. Vielleicht mit so einer kleinen Rakete vorne drauf auf einem Shirt. Das wäre toll. Ich muss mich mal anders hinsetzen gerade. Quietsch, knarzt dieser Stuhl. Ich frage mich, wie lange dieser Stuhl noch lebt. Was gibt's denn hier alles? Das ist auch mit einem Einhorn drauf. Das ist natürlich auch toll, mit einem Einhorn vorne drauf. Das ist mit dem Dinosaurier. Gibt es das noch mit anderen Motiven? Nein. Gibt es hier Motive? Oh, ein Hündchen, Gätzchen. Roboter. Roboter ist gut. Äffchen. Oh mein Gott, du hattest immer ein Affenshirt an als Baby auch. Aber das ist so eine blöde Farbe. Gucken wir mal. Gibt es da was anderes als die Biene? Pinguin. Sound. Das ist ein Planet. Das ist dörfig. Das ist immerhin schon mal die Sonne. Also ein Planet quasi. Also ein Stern halt. Also hier Weltraum, wollte ich sagen. Da passt leider nichts. Da ist eine Eule vorne drauf. Da gibt es das als Affe noch. Roboter. Ein Fisch. Schildkröte. Er könnte so einen coolen Affen tragen. Oh Gott, das ist ja auch so süß hier. Oh. Mal gucken. Ich fände halt cool, wenn es da so ein bisschen so ein Weltraummotiv gäbe. Das fände ich halt richtig gut. Ei, ein Faultier. Das ist aber mehr so ein Schlafanzug-Oberteil. Was haben wir hier? Das verändert sich nicht vom Design. Das habe ich, glaube ich, extra runtergeladen. Oder ja, das waren Winterklamotten. Ich habe runtergeladen für Winterkleidung für Kinder. Oh, hier sind vielleicht Sachen dabei. Das sind immer die gleichen Motive. Alien. Das sieht aus wie ein... Das sieht aus wie ein Alien. Was könnte man sonst nehmen hier? Weil es halt einfach aussieht wie ein Alien. Dann wenigstens so ein bisschen Anreiz, also so eine Ähnlichkeit damit gewinnen kann. Eule. Das war auch zusätzlicher Content, den ich runtergeladen habe. Alien. Ja, ich weiß nicht. So ein Affe ist irgendwie lustig. Aber das ist auch nicht schlecht. Aber es sieht so dünn da drin aus. Damit hast du ein bisschen mehr auf den Hüften. Und dann coole Hosen dazu. Wie wär's denn hier mit einer Dreiviertelhose dazu? Oder nur ganz kurze Hosen. Das hier, das sieht schön frech aus. Und dann in einem schönen Blauton. Und jetzt noch schöne Schuhe dazu. Sandalen. Ist jetzt für den Sommer, wären Sandalen halt ganz sinnvoll. Oder halt schicke Turnschuhe. Gibt es hier flachere Turnschuhe? Da haben wir welche. Die nehmen wir dann halt in Schwarz, weil es nicht passend in Blau gibt. Passt doch. Armbänder, Brille. Oh mein Gott, zwei verschiedenfarbige Socken! So renne ich heute noch rum. Armbänder sieht man ja nicht. Vorgefertigte Looks auch nicht. Hier.
Gesicht. Ja, Make-up gibt's für Kinder nicht. Accessoires. Du bist eigentlich nicht das Brillenkind. Oh mein Gott, du siehst aber süß aus mit Brille. Oh Gott, du siehst so knuffig aus mit einer Brille. Der sieht mit einer Brille voll knuddelig aus. Wirklich irgendwie voll knuddelig. Hüte. Was gibt's denn da bei Hüten alles? Kätzchenhut. Ja, wer Mikkel ist sicherlich stolz, aber... Weiß nicht. Frisur. Ich finde die Frisur total frech und total cool, weil es halt auch Papas Frisur ist. Hier gibt's noch die neue. Nee, steht ihm nicht so. Das sieht so brav aus. Aber das hier ist Papas Frisur. Ich finde die voll gut. Beim Gesicht kann ich tatsächlich... ich kann das Gesicht bearbeiten. Ach so, weil es ja eine Tarnung ist. Das möchte ich aber gar nicht. Aber ich würde gerne ihm am liebsten Mikkels Hautfarbe verpassen, weil er dann aussehen würde wie seine Papa, Mama. Ich weiß es nicht. Was meint ihr ihm? Ihm die Hautfarbe von Mikkels verpassen und die Haarfarbe? Dann müsste er aber auch ein bisschen wie Papa, so ein, also Papa, Mama, wie so eine Frisur. Oh Gott, der sieht aus wie ein Mini-Mikkels! Meint ihr? Was meint ihr? Ja, nein? Ich finde das voll süß. Oh mein Gott. Ich meine, vom Gesicht her und allem drum und dran ist er voll der Thorsten. Ja? Ich würde das auch nie verändern. Ich würde jetzt nie an seine Gesichtsmimik und sonst was gehen und das verändern, weil ich finde das nicht gut. Es ist zwar, gehört zwar zum Thema Tarnung und das kann man auch machen, aber ich finde das nicht gut. Weil ich möchte, dass er so aussieht, wie seine Genetik das bestimmt hat. Daran möchte ich nie etwas rütteln oder ändern. Aber oh mein Gott. Es ist halt Mini-Mikkels. Ich meine, hallo, Hype. Hype. Oh, wie süß. Weil dann hat er die Genetik und das körperliche Aussehen von seiner Mama. Aber ansonsten ist er voll der Papa. Also, ihr wisst schon. Oh, ist das kompliziert. Ist der Mini-Mikkels. Oh mein Gott, wie drollig das bitte aussieht. Ich glaube, Thorsten kriegt dann die Krise. Ich glaube, der Thorsten kriegt die Krise, wenn er das sieht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was man alles machen kann. Das finde ich aber gut. Dass die Tarnung so individuell anpassbar ist. Dass man die einfach die Regler alle so verschieben kann. Es ist nicht so, dass ich Cars Full Edit Mode oder so anhabe. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass man die Aliens so von der Tarnung her, vom Aussehen her, so aussehen lassen kann, wie man will. Das ist natürlich ganz praktisch für ein Alien. Das ist überhaupt super praktisch, dass man sich jederzeit, wenn man sich tarnen will, so aussehen kann, wie man möchte. Verwandeln die sich vielleicht auch manchmal einfach so aus Versehen zurück? Kann man die singen, sich zurück zu verwandeln? Ist ja interessant. In Newcrest warten neue Chancen auf dich. Ergreife sie. Über Welt wählen kannst du dorthin umziehen. Naja, das Haus wird langsam ziemlich voll. Es wird bald an der Zeit, dass vielleicht der ein oder andere mal umzieht. Okay, warum auch immer. Merkwürdig. Oh mein Gott. Du bist ein Mini-Mikkels. Ist das süß. Können wir einfach so tun, dass das immer schon so war. Das habe ich nicht so gestaltet. Er war einfach so. Komm, du kannst dich zu deinem Papa setzen. Mama, was auch immer. Wie auch immer du ihn gerne nennen möchtest. Geil, Mio. Man fühlt sich das cool an, wenn Kinder einfach so älter werden, plötzlich. Von einem Tag auf den anderen. Hi, Mama, was guckst du da? Fernsehen, glaube ich. Jetzt spiele ich Handyspiele. Verhaltet euch miteinander. Du kannst ihm auf dem Sofa sitzen, knuddeln. Oh mein Gott. Oh, ist das süß. Oh. Oh mein Gott, ist das schön. Die zwei sind ja voll knuddelig. Ach, dann möchte ich die Zweisamkeit nicht stören. Dann möchte ich den Fotoapparat holen und das fotografieren. Kann man das nicht? Kannst du das nicht? Was? Er guckt Sport, deswegen regt er sich auf. Hallo, Liebling. Hast du das gesehen? Unser Sohn sieht fast genauso aus wie wir. Hallo, kannst du dich jetzt vielleicht mal bei mir zusetzen? Ich bin gerade hierher gekommen und habe mir eine Misch geholt. So, geht doch. Ja. Reden. Normal irgendwas kennenlernen. So, geht immer. Ach, die Misch schmeckt gut. Ja, ich habe gerade Handyspiele gespielt. Glaubst du, da kommt unser Sohn um die Ecke und sieht aus wie du? Ja, ich habe schon gesehen, er reift mir nach. Das ist sehr schön. Ich werde ihm auch helfen bei der Klamottenwahl. Ja, du könntest ihm auch sein musikalisches Talent weitergeben. Ja, aber jetzt stelle ich erstmal die Misch weg. Mann, ich fass dich, dass mein Kind älter geworden ist. Einfach so spontan aus dem Buggy gesprungen. Irre.
Aber klein Mio ist auch sowas von fertig, dass er sich jetzt erstmal hinlegen musste aufs Bett. Oh mein Gott, ich finde das Zimmer voll schön. Das sieht gut aus. Wir wollen ja auch, dass er bei seinen Wurzeln bleibt als Alien. Ne? Dass er das mitbekommt, dass er halt aus dem Weltraum kommt. Und ja, auch so ganz spezielle Möglichkeiten, die wir mit ihm als Alien haben werden. Das ist lustig. Oh, unsere Kuhpflanze muss gefüttert werden. Das ist immer, wenn sie ein Stück Kuchen raussteckt, nicht gut hier. Füttern wir die Kuhpflanze. Was wird hier los? Ausgelaugt. Bist schon wieder... Achso, du bist an der Kuhpflanze, sind wir mal wieder gefressen worden, Yuki. Pass bloß auf, wenn die dich runterschluckt, dann war's das für dich. Nein, auf diese Kuchensache falle ich nicht rein. Wenn du was zu essen haben willst, dann kannst du die Rechnung von letzter Woche haben. Ay, caramba. Dann kannst du mal streicheln und ein bisschen mit ihr spielen. Oder sie hat Gefühle wie eine emotionale Hülle. Emotionslose Hülle. Ah, das ist aber auch nicht... Es ist aber auch nicht etwas, was ewig hält, oder? Doch 24 Stunden. Oh, Mann. Du sollst dich doch nicht von der Kuhpflanze fressen lassen. Kein Wunder, dass sie immer so schlechte Laune hat. Morgen müssen wir mit dir wieder zur Arbeit, ne? Ja. 18 Stunden. Du bist da immer noch ausgelaugt, vermutlich. Was wir mal machen könnten, ist mit dem ganzen Geld, was wir haben, wenn Thorsten noch ein bisschen mehr verdienen könnte, unseren Garten nochmal richtig umbauen. Der ist zwar schön, aber mit dem neuen Sonnenterrassen-Accessoire würde ich tatsächlich den Pool killen und uns Whirlpool hinstellen. Aber ich glaube, das machen wir erst im nächsten Part und dafür müssen wir Mikisch auch wieder aus dem Pool rausscheuchen. Unsere kleine Wasserkatze. Unsere Meerkatze. Danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Bewerten. Das nächste Mal bei Let's Play The Sims 4 geht's weiter. Wir sehen uns. Bis dahin. Bye, bye.